Bei Scheinbilder zu sein. Ja, Selfies gab es schon damals. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Muss ich irgendwas erschießen? Ja, es ist ein Jagdausflug, da wäre erschießen oder schießen generell nicht so verkehrt. So, da haben wir das Jagdgewehr, was wir vorhin gesehen haben. Können wir so ein bisschen scharf stellen. Sehen wir Propangas. Snacker. Das Chocolate Melt Pudding. Also ein bisschen Fertigfraß. Dann nochmal so ein Fernglas. Können wir da vorne noch sehen. Bisschen Rucksack. Ach, guck mal. Perfect. Erstmal ein Foto schießen. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Ja, also die ist halt die ganze Zeit so ein bisschen am Lesen. Ist ja auch generell nicht verkehrt. Odin Finch Trail Map. Ah, das hat ja auch der Odin dahin gemacht. Also diese Bahngleise. Die sind irgendwie gar nicht staatlich oder sowas. Können wir sonst noch irgendwas Schönes entdecken? Eher nicht, ne? Wobei da vielleicht noch. Public Hunting. Hunting Season. Please use caution. Stay on trails, okay. Also immer schön vorsichtig bleiben. Bleibt auf der Route. Wobei ich glaube, es sind kein. Ich glaube, die Trails, oder? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Smile, Dawn! Ich glaube, damit sind gar nicht die Bahngleise gemeint. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. A camera's older than you are. Definitely should not have drunk all that coffee. Das ist wahrscheinlich das Sam. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. So, was können wir hier schön erblicken? Bisschen hier den ganzen See so ein bisschen mal absuchen. Aber die wollte ja ein paar Bilder schießen, ne? Vielleicht hiervon. Oh. Ich weiß, was die Frauen mögen. Erstmal Vögel. Nein, manchmal ist alles gut. Nothing quite like being outside. Ich kann ja wirklich einfach mal Fotos machen. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Hey! That's a keeper. That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Dad! Good eyes, Dawn. Ach, da oben. Before you take the shot, let me get a picture of you. Ja, sie haben scheinbar wirklich ganz, ganz gerne Bilder Dad, gemacht. I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Warte mal, wo jetzt ein schönes Bild machen? Mit der Waffe drauf. Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive. Ooh. Great shot, Dawn! Ooh. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Jetzt gehen wir mal zu hoch, zu unserer Tochter. Dad, it's twitching. I think that's it's totally so normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about Dad! Oh! Das war schon krass. Uff. Of all these stories.
That's the one I wish most that my mom had told me. Uff. Ja. Das ist natürlich dann echt ein bisschen doof gelaufen, muss man sagen. Ich glaube, wir müssen jetzt auch hier dann weiter. Jetzt haben wir noch einen Krückstock gehabt. Ja. Ja. Alles rächt sich irgendwann mal. Die müssen wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen lang balancieren. Wobei, scheint alles recht fest zu sein. Jetzt haben wir hier einen Generator. Soll es eine Art Heizung sein? Und wo hat uns jetzt gerade hingeführt? Wo gehen wir gerade hier irgendwo hin? Okay, never mind. Wir gehen einfach mal so kurz weiter. Ja, ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Aber es könnte durchaus möglich sein. Das ist so eine Art... Oder für Belüftung eventuell, weil hier nochmal so ein paar After Sam died, sind. My mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Ja. Müsste ja, glaube ich, auch von der Edie, glaube ich, ein Bruder gewesen sein, wenn ich nicht ganz irre, ne? Obwohl, nee. Ich glaube, es wird wahrscheinlich eher ein Kind gewesen sein. Von Edie. Stimmt, muss ja sein. Muss ja rein theoretisch sein. Bei Edie. Wo ist denn eigentlich die Mutter eingezeichnet? Edie war, glaube ich. Genau, stimmt. Die Mutter war ja Dawn. Das war ja die Mutter von uns. Das war unsere Mutter. Und Edie ist ja die Mutter von der Dawn. Wobei, das kann auch nicht sein. Das kann auch nicht sein. Da müsste sie verdammt spät bekommen haben. Also das kann, glaube ich, nicht ganz sein. Wir gucken gleich nochmal nach, wie es jetzt genau nochmal ist. Mit den Verbindungen. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Sam. Jetzt brauchen wir noch Dawn. Natürlich Edie an sich noch. Gus, Gregory, Milton und Louis. Also unsere Brüder noch. Bin gespannt, was mit denen passiert ist. So, und hier haben wir schon Gregory. Dann scheinen wir auch relativ jung gestorben zu sein. Und hier haben wir auch Dawn. Hier haben wir das Bett von Dawn, aber ohne Matratze. Und hier haben wir Gas. Also sprich, die scheiden. I can't imagine my mom ever writing poetry and yet. Ja, scheinen die Brüder gewesen zu sein. Ich schau mal kurz an, was hier drin liegt. Ja, der wurde halt wirklich nur ein Jahr alt. Deswegen hier nochmal das Kinderbett. Der wurde ein bisschen dort älter. Und ich kann es durchaus nachvollziehen, dass dann Dawn als einzige Überlebende dann nicht unbedingt nochmal in dem Zimmer weiterschlafen wollte. Und beide Brüder quasi verstorben sind. Aber daran sieht man wieder so ein bisschen, dass der Vater relativ militärisch eingestellt ist. Hier haben wir nämlich so Turnhallen locker, also hier so Spinde. Dann hier oben nochmal so ein paar Leitsprüche. Ne? Stärke, Respekt und Teamarbeit. Values worth having. Ja? Also Werte, die es wert sind, inne zu haben. Und hier mal nochmal so eine kleine Spielecke. Und da hinten dann so ein Boxsack. Aber irgendwie ist nichts für sie da, oder? Oder ist es da oben für sie? Mit so einer Rutschstange. Kann ich da irgendwie hoch? Nö. Okay, dann schauen wir kurz einmal hier weiter. Bin gespannt. Divorce Contract. Also Scheidungspapiere sozusagen. Oder Scheidungsvertrag. Von Kai... Carlyle und Sam Fisher. Also die Eltern haben sich scheinbar auch sogar noch getrennt. Umblättern bitte. Ich will umblättern. No. Nicht weglegen. Nicht weglegen, ich wollte umblättern. So. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Ja, das ist der Einjährige. Mit dem Froschspiel. Yay! Soll ich jetzt machen? Ah!
Oder ich kann den Frosch jetzt steuern. Bad time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Würde ich gerne mal wissen, wer es gerade war. Also die Sam, Mutter. I told you I don't want to talk right now. Oh, kann ich da was fangen? I wonder what he saw. Hui. Hui. Yay. What his world was like. Wirklich sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen, ne? Ah, jetzt muss ich, glaube ich, wirklich da hoch. Mann, ich will doch nur da hoch, Freunde. Lasst mich doch. I know how silly it sounds. Was ist das denn? That I worried about a baby being too happy. Ist das eine Shampooflasche? But I could feel him slipping away. Ah, da kommt die Mama wieder. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Oh, ich glaube, jetzt passiert irgendwas. I don't want Gregory to hear this. Jetzt geht sie schon wieder weg von dem Kind, ne? She could have told us. Oh ja, ich wusste es sowas von, ne? Ja. About the world he saw. Der arme Kleine. Ja. Oh. There's so much I don't understand. About Gregory. Na, geht erstmal tauchen. About everything. Tut mir schon ein bisschen an der Seele weh, wenn ich das sehe, ne? Auch wenn ich weiß, okay, das ist eigentlich nur ein Spiel, aber wird bestimmt schon mal irgendwo passiert sein. Zieh den Stopfen. Jetzt nach oben schwimmen. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Ja. Weißt du, was ist schon mal, was mit dem Bruder, mit dem jüngsten Bruder von unserer Mutter passiert ist? Oh, schon
keine leichte Geschichte, Freunde. Schon keine leichte Geschichte.